Wer bist du? Schade, dass man dass ich nicht so weit rausscrollen kann, wegen von vorne ein Bild machen. So, ja, wir machen gerade das Geisterschiff. Ist aber noch nicht justable. Aber Ist ja ich auch noch versuche Zeit. mal richtig ins Kielwasser zu kommen. Gleich 21 Uhr. Ich hab Zufall gefunden. Auge von Tante Bruni. Auch ein Blindetun findet man Korn. 3 Tage Suche. 3 Tage. Jetzt sind wir gut dahinter. Alter, mega. Ghost Ship. Ah, geil, du kannst mit der Schussview kannst rausscrollen. Kannst es von der Seite sehen. Bisschen Schiss habe ich ja schon. Fehlt nur noch, dass da jetzt der Video uns an die Dackel kommt mit seinen Tentakeln in der Fresse. Die vorderen die Kanonen sind nicht bestückt, die NPC, die Stummen sind nicht dran. Warum? Ja, weil wir die doch abgemountet hatten. Vorne, die sind die wichtigsten. Und dann kannst du die seitlichen. Oh, es wird mehr sichtbar. Sind sie dran? Vorne, ja. Schießen aber nicht. Sie sollten eigentlich schießen. Jetzt. Seitlichen sind auch dran. Kann aber nicht freischießen. Warum denn das nicht? Seit wann? 21:30. Ich krieg keinen freien Schuss. Es geht. Mal nach vorne nicht. Mach mal die anderen aus. Nur vorne an? Nee. Zielen könnte ich von hier. Ja, aber du siehst keine Schussstriche. Striche für den Schuss. Nur dann geht's auch. Kriege ich nur seitwärts. Ich aber nicht nach vorne aktuell. Guck mal vorne, ob da irgendwas nicht stimmt. Nee, das bringt nichts. Hat einen anderen Grund. Genau, den hier. Oh. Du triffst ja schon. Jupp, wundert mich auch gerade. Schon noch nicht mal null. Uhr. Mach ich die Luken auf. Schießen. Treffen bloß nicht.
2900 Schaden. Boah. Fast hin. Echt? Mhm. Gerade Glück mit dem Wind. Immer noch allein? Ja. Und getroffen. Ja, Glückwunsch. Das war aber easy. Aha. War jetzt wirklich easy. Schwimmen wir nochmal zu der Stelle zurück. Er schwimmt nicht im Wasser. Ich muss sicher hin. Ich habe auch geguckt. Ist nicht, du kriegst nichts. Nix. Du hast ihn auch gekriegt? Mhm. Gut. Auf geht's nach Hause. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, getroffen gehabt. Ja, wir hatten uns nur auf dem Meer gesehen, ja. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Der Herr Heizer mal, ja, etwas näher. Der Herr, bitte was? Der Herr Heinze. Heinze. Der uns hier die Zettel hinterlassen hat. Ach, der schon vor Wochen kommen wollte und meine Bücher sortiert. Die Lumpzi. Ja, ich weiß. Ich hab grad schon ihrem Tantchen erzählt, dass das Klima ist mir nicht ganz so bekommen. Hat so richtig böse auf die Stimme geschlagen. Und dann der Umzug vom Freihafen hoch in die nordwestliche Insel hat sich dann doch etwas länger hingezogen. Ah, ja. Hm. Natürlich doof. Sagen Sie, sind Sie zufällig nun ja auf der Suche? Denn unser Bekannter dort drüben, der Herr Klaus Langbart, der sucht einen, der Bücher hält. Also der Bücher führt, schreibt. Ja, ein Buch, Haltbuch, nee, Moment, Augenblick. Buchhalter, genau. Buchhalter, der auch mit Zahlen jonglieren kann, meinen Sie? Eigentlich alles aufschreibt, was abgemacht wurde, und dann stehen ja die Preise fest. Das geht da um An- und Kauf, Verkauf, Ressourcen und so weiter. Ja, müsste ich mich mal mit dem Herrn in Verbindung setzen. Ihr Tantchen sagte ja schon, dass er jetzt wohl zum Wochen, also jetzt die nächsten Tage wohl, etwas verhindert ist, aber wohl zum Wochenende hin dann wohl erreichbar sein könnte oder wird. Richtig, ja, genau so. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Na, er hat ja hier auch einen Zettel aufgehängt. Dann können Sie sehen, um was es zukünftig geht. Na, ich hatte auch einen Zettel im Freihafen gesehen gehabt, weil war nämlich da, hab mir mal jemand von der Sturmcrew geholt, der meine Segel mal so ein bisschen betreut, weil beides auf einmal, Ruder und Segel, wird dann doch etwas anstrengend mit der Zeit. Ja, das ist wohl wahr. Bei Ihnen, aber sonst ist so alles okay bei Ihnen, oder? Jo. Also, wat, so allmählich lebe ich mich ein auf meiner Insel. Hab mir halt schon so kleine Tütchen hingestellt. Dann ist mir auch heute so ein Bär zugelaufen. Ui. Ein Bär. Ah, war relativ jucken. Also vom Angucken her würde ich sagen, war er 9 Jahre alt oder so, aber ich fand ihn niedlich und hab mir gedacht, ach komm, ich nehme dich mit nach Hause. Oh ja, das kann ich verstehen.
Was fahren Sie denn für ein Schiff, wenn ich fragen darf? Aktuell immer noch die Schaluppe, die mir Ah. der Schiffshändler im Freihafen verkauft hat. Tantchen. Welche Schiffe stehen aktuell zum Verkauf? Gar keins. Moment mal, wir sind Schiffshändler, wie können wir kein Schiff haben? Moment. Du wolltest die große loswerden. Die Galli? Guck mal, der kleine Mann kann damit nichts anfangen. Entschuldigen Sie bitte, aber. Nee, mit so großem Schiff. Ich bin froh, dass ich meine kleine Schaluppe fahren kann. Denn da, sie meint das Große da ganz vorne. Ganz Steht wieder rechts. da hinten. Naja, das Ach, Mistding steht das da. dahin? Ja, Mistding durch den da. Regen und den Nebel sehe ich es gerade nicht. Voll Ist ja mit was steht. Kanonen, voll mit Kanonen. Und alles mit Männern besetzt. Ich sag Ihnen, das ist ein Graus. Nee, nee, nee. Möchten Sie etwas essen oder etwas trinken? Wenn Sie ein Bierchen hätten, würde ich gerne ein Ah, Bierchen ich habe haben. was viel Besseres, Momentchen. Du trinkst aber nichts. Trinker, ja. So, etwas ganz Besonderes aus ganz fernen Landen. Das haben Sie bestimmt noch nicht gesehen. Ich drück Ihnen das einfach mal in die Hand. Dann sag ich mal zum Wohl. Ja, zum Wohl. Tantchen auch ein? Nein, danke. Mir geht's gut. Ui. Ui, irgendwie verschwimmt gerade alles so ein bisschen so. Ist Das jetzt gibt sich gleich wieder. setz mich mal auf die Oma. Ja, ich glaube, ich sollte mich auch mal kurz setzen. Bitteschön. Aber es lohnt sich, es gleicht den Vitaminhaushalt absolut aus. Ja, ich fühle mich auch schon, ja. Gibt es in fernen Ländern. So, also Sie machen Bücher in Ordnung. Das heißt, Tantchen, der Hermannseimernach, der ist gar nicht mehr in so weiter Ferne. Sofern der Herr hier mit ungefähr 1500, nun ja, Schmierzetteln umgehen kann. Aber das müsste ich mir genauer angucken, und dann müsste man mal besprechen, inwiefern die sortiert werden sollen. Nun ja, alles in einem logischen Zusammenhang gebracht werden, wissen Sie. Ich dachte, ich kann das, das war da nichts. Dann stand irgendwie, nun ja, Sektor A1, nordwestliche Insel auf Seite 4 und südöstliche Insel auf Seite 28. Naja, und dann da sagte Tantchen, sie macht das. Das hat auch ganz gut funktioniert. Bis sie mal nicht dabei war. Okay. Ist nicht Und so seitdem toll. habe ich es aufgegeben. Ei. Aber Sie kennen doch den Spruch, wer Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen, oder? Schon, natürlich, aber wenn ich jemanden eine Information geben möchte und erstmal 750 Seiten durchwühlen muss, das ist sehr unpraktisch. Ja, das kann ich verstehen, ja. Deswegen ist das nicht so toll. So, Sie wohnen also auf einer kleinen Insel, sagten Sie. Ja, auf der kleinen Insel hier im Nordwesten. Nordwesten, Nordwesten, kleine Da sind wir doch schon vorbeigefahren gestern. Ach so. Ah, oh. Nie ohne Seife waschen. Ah, da. Und da der nördliche Zipfel. Ich nur halt Vorsicht, hab auch der Dame schon gesagt, also ihrem Tantchen schon gesagt, wenn sie mit den großen Schiffen kommen, bitte vorm Steg anhalten und ankern. Gibt leider ein bisschen nasse Füße, aber der Strand ist sehr weitläufig und sehr flach. Ah. Sagen Sie, wie stehen Sie zu Abenteurern? Abenteuern. Oh, da bin ich da eigentlich immer für zu haben. Nun ja, wir, also Tantchen, ich und der gute Klaus, sind nun mal Abenteuerführer. Wir führen nun ja Kundschaft zum
Im Erfolg, einen Drachen zu töten, einen fünfköpfigen Drachen zu töten, einen riesigen Einäugigen mit winkenden Bäumen zu töten, riesige Flammenwesen zu töten oder auch Frauen mit Körpern aus Schlangen. Habe ich irgendwas ausgelassen? Ah ja, und seit heute gibt es in unserem Angebot natürlich auch die Möglichkeit, ein Geisterschiff zu töten und sich diesem Erfolg auf die Stirn zu schreiben. Und ja, beides wird es auch Tauchrundfahrten geben, weil wir sind unlängst dazu gekommen, ein Tauchboot herzustellen. Oh, aber sagt sie Drachen. Fünfköpfige und Ja. einköpfige Fliegende, jawohl. Die kenne ich nur aus Geschichtsbüchern. Die gibt's wirklich? Ei, haben wir schon Ja. fünfmal den Fünfköpfigen, nee, viermal den Fünfköpfigen getötet und zweimal den Fliegenden. Ja, wir sind wahre Drachentöter, deswegen auch das Logo auf unseren Segeln. Okay, ich glaube, die müsste ich mir bei Gelegenheit mal aus der Nähe angucken. Bitte was aus der Nähe angucken? So ein Drachen oder so, weil, warte, ich kenn's nur aus Geschichtsbüchern. Ja. Schweine die denn auch wirklich Feuer, so wie es in den Büchern steht? Ja, der Einköpfige. Und der Fünfköpfige, der speit mehrere Dinge. Feuer, Blitz, Dunkelheit. Gift. Komm mal hier, geh mal hier weg, Mädchen. Tantchen, du kannst dich auf den anderen Stuhl setzen. Schick mal das Mädel hier weg. Können wir uns auch etwas besser unterhalten. Setz sie doch da hinten hin. Ja, tue ich gleich. Kannst du dich auch auf den Stuhl setzen? Ist doch angenehmer. Ja, aber natürlich, da findet sich bestimmt etwas. Wir sind nun mal keine Händler. Zum Beispiel, naja, wir machen eine große Abenteuer mit ihnen, eine Tour mit ihnen und sie schreiben unsere Bücher ein bisschen ordentlich, so ungefähr. Da findet sich bestimmt was. Ja, ich denke mal, da finden wir schon einen Weg, wie wir uns da einig werden. Richtig, weil wir sind keine Händler und wir nehmen tatsächlich ungern Gold an und machen lieber so, ja, eine Hand wäscht die andere halt. Und sie werden diese Tour lieben. Wir hatten erst unlängst zwei sehr wohlhabende Kunden zum Erfolg eines fünfköpfigen Drachentöten geführt und danach, weil wir ein wenig Langeweile hatten, hatten wir noch den fliegenden Drachen, ein riesiges Feuerwesen und war der Einauge auch dabei? Nein, Nee, der war ne? davor irgendwann Ja, mal. einfach so. Um der Kundschaft ein wenig. Und diese Kundschaft war sehr zufrieden. Vor allen Dingen bekommen sie dann ein wunderschönes leuchtendes Steinchen in ihrem Kompass. Oh, ein bisschen Schmuck ist immer gut. Hi. Nun ja, und die heute neu erforschten und zurechtgestellten Geisterschiffjagden werden wir zukünftig auch anbieten, sodass dass man dann auch ja, über das Wissen verfügt, ein sogenanntes Tauchboot zu führen. Was benötige ich da an Ausrüstung dann? Ein paar Bögen, ein paar Pfeile, ein paar Enterhaken und nun ja diverse Feldleger. Okay, ja, da muss ich mal gucken, dann, dass ich dann, wenn Sie mal so eine Abenteuertour starten, mich dementsprechend ausrüste. Genau, da ist nichts Besonderes vonnöten. Tatsächlich ist sogar der einfache Bogen und der Pfeil recht effektiv. Kommt dann halt nur Okay. auf die Menge der Pfeile an und die Bögen. Wie viele Bögen sie bei haben, weil die gehen ja schnell kaputt. Okay, naja, da müsste ich dann mal gucken. Ich sag mal, so ein Stück Holz biegen mit einer Schnur. Denke mal, sollte ich hinkriegen, weil aktuell nutze ich eher eine Armbrust, wenn ich dann doch mal Tiere erlegen muss. Ja, die sind auch ganz gut, aber die halten zu kurz. Ja, und 6 Pfeile hintereinander und dann erst neu laden ist, dauert zu lange. Ja gut, das stimmt. Das ist schon sehr zeitintensiv, ja. Es macht auf jeden Fall wirklich viel Spaß. Diese Touren werden zukünftig auch deutlich öfter, auch mit Aushang in diversen Freihäfen, nun ja, beworben. Nicht nur im Port Cadia, sondern auch nun ja im Spiegelbild von Port Cadia werden wir auch dafür Werbung veranstalten. Okay. Gibt ja Sie nicht. erwähnten Freihäfen. Ei, ei, ei. Ich kenne nur einen.
Ja, das ist vielleicht Den auch. anderen wollen sie vielleicht nicht sehen. Nö. Nun ja, Sie sehen ja diese Stühle hier oder dort hinten, die Oma in der Ecke. Sowas ist dort eher der Standard. Okay. Also eher keine rote Uniform. Nein, ganz sicher nicht. Nein. Interessant. Ja, genau. Das ist nicht für jede Gesellschaftsschicht etwas. Aber nun ja, wir rühmen uns darüber, Neutralität zu wahren und da kann man nichts und niemanden ausschließen. Ja. Ne? Neutral ist, kann Vor- und Nachteile haben, sag ich mal. Das ist tatsächlich jedem seine Ansicht. Ja, und was führte Sie eigentlich jetzt genau zu uns? Sie wollten sich vorstellen als Nachbar? Ich sagte, ich hab's Tantchen schon erzählt. Ich sag jetzt einfach mal Tantchen, wenn ich darf. Ich war auf der Rückreise halt von Port Cadia wieder zurück zur Insel. Und da das ja direkt auf meinem Weg lag, habe ich halt gesehen, dass da vorne halt so ein großes Schiff lag und dachte mir, das ist neu. Gehst du mal nochmal gucken? Vielleicht bewegt sich ja, vielleicht ist ja heute dann doch einer mal da. Ah, da. Weil, ne, ich glaube, vor 3 Tagen hatte ich, glaube ich, den Zettel hingehängt, aber gut, es war auch zu sehr später Stunde. Da war leider keiner da und gestern war ich dann mal gucken, ob der Zettel eventuell schon gelesen wurde. Da habe ich sie leider auch nicht angetroffen, nur so einen jungen Herrn, der mir den Namen nicht verraten hat. Ah ja, der Langfinger. Und da dachte ich mir dann heute, halt ihn mal nochmal an, vielleicht habe ich ja heute Glück. Wir sind viel unterwegs natürlich, ne? Abenteurer suchen das Abenteuer. Verständlich, verständlich, ja. Sagen Sie, als Sie diesem jungen Herrn, der Ihnen den Namen nicht sagen wollte, begegnet sind, haben Sie danach Ihr Hab und Gut überprüft, ob etwas fehlt? Ehrlich gesagt, nein. Das hätten Sie vielleicht tun sollen. Wieso? Ja. Einfach so. Sie können sich Ihren Teil ja sicher selbst denken. Ich vermute mal, der Herr hat schnelle Finger. Ich weiß nicht, welcher Herr das war, aber es gibt hier diverse Herren in den Gewässern, die schnelle Finger haben. Er hat schon den richtigen beschrieben. Ich denke es auch, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt jemanden üble Nachrede beschuldigen. Aber da, vorsichtig, manche Leute haben wirklich sehr schnelle Finger. Sie sollten ihre Schränke immer verschließen, immer ihre Türen auch immer verschlossen halten und hinter sich auch schließen. Das habe ich mir sowieso schon angewöhnt, dass ich da überall ein Schloss verhänge, wo und auch nur ich halt den Schlüssel habe zu. Richtig, richtig, richtig. Und da, wo Sie die Tür fest verschließen können, ohne dass Sie einen Schlüssel benötigen, verrammeln Sie sie einfach nur. Aber danke für den Hinweis, dann werde ich wohl immer mal in meine Tasche gucken, ob denn auch noch alles da ist, wo es hingehört. Ich denke auch, das wäre nicht schlecht, ja. Ja, und mit dem Herrn Klaus Langbart, da müssen wir mal schauen. Sie haben bestimmt schon beim Vorbeifahren den großen Hafen gesehen, nicht wahr? Ja, wo ich die Insel mal halt erkundet hatte, mal rumgefahren bin und halt auch mal geguckt habe, was es denn so für Ressourcen hier gibt, da ist mir der Hafen schon aufgefallen, ja. Genau, das ist der Hafen, an dem Sie dann anlegen müssten. Das ist der Herr Langbart, der tatsächlich auf der Suche nach einem Halter für Bücher ist. Also jemand, der für ihn, nee, ja, Das aufschreibt. ganze Geschreibe übernimmt, Genau. wegen Terminabsprachen und so. Und die Preise, damit niemand sagt, wir haben aber was anderes ausgemacht, weil er ist auch recht vergesslich. Und er bietet auch einen hervorragend und wunderschönen, ein wunderschönes Dorf hat er. Und soweit ich weiß, dementsprechend auch Wohnräume frei. Ah, da müsste ich mich vielleicht doch mal mit dem Herrn in Verbindung setzen. Muss dann halt nur mal gucken, wie es zeitlich dann passt, dass man sich mal trifft. Ganz genau. Ich glaube, er ist gegen Ende der Woche, also aber, ja,
am Tag des Beginns, also am Tag, wo man frei hat und nicht mehr arbeitet, dort sollte er da sein. Bin mir aber dessen nicht ganz sicher. Ja, und wenn denn Irgendwo. erst zu später Stunde so, denke ich mal ab 18. 18. vielleicht oder etwas später. Ja, da muss man mal gucken, weil bei mir halt, es gibt Tage, wo andere nicht ganz so lange schlafen, wo ich dann doch sehr lange schlafe, wo meistens dann erst so zur 23. Stunde erwache. Aber es variiert bei mir halt immer sehr, sehr stark. Ah, dann werden Das. sie uns öfters treffen, weil das ist so eh eigentlich ja unsere aktivste Zeit, nicht wahr, Tantchen? Ja. Sehen's ja heute. Ja, ich war sehr erstaunt, heute jemanden anzutreffen. Nun gut, wir sind diesmal deutlich früher als sonst von einer großen Rohstoffsammlung zurückgekehrt. Ja, aber Sie erwähnten vorhin, Sie sind Schiffshändler. Was haben, was verkaufen Sie denn so für Schiffe, wenn? Alles, was ich günstig einkaufen kann, weil nun ja, die Kunden, die an mich herantreten, sind in der Regel ungeübte Kunden, die nicht unbedingt viel ausgeben wollen für ihr erstes Schiff. Denn die meisten sind so wie ich und versenken erstmal 8 bis 11 Schiffe. Ja, ich sag, muss ganz ehrlich sein, die Schaluppe ist auch schon meine dritte. Also, Ich bitte, kann man eine Schaluppe versenken? ach, das geht schon. Indem man auf dem Heimweg ist, in einen Wirbelsturm gerät und auf einmal so eine leuchtenden roten Schiffe vor einem auftauchen. Ach Ah, so. da habe ich das Richtige für Sie. Wenn Sie mitkommen möchten, dann zeige ich Ihnen mal was. Ein wahrer Ja, na Ladenhüter gerne. und nur etwas für Kenner. Wie Sie sehen, das riesige Schiff, mit dem wir eben zurückkamen, ist Ja. das perfekte Heim für den, nun ja, für jemanden, der alleine um die Welt zieht, sage ich es mal so. Es bietet Platz für unglaublich viel Mannschaft. Ich glaube, 60, 70, 80 Mannschaften. Wir können an Bord gehen, wenn Sie ein bisschen schwimmen möchten. Auch gerne. Ein bisschen Wasser schadet nicht. Ja, hi, dann folgen Sie mir. Hopp. Dieses Schiff ist mit hervorragenden Segeln ausgestattet. Nicht die Crème de la Crème, aber schon sehr gut. Ist aufs Nötigste reduziert, also sprich, nun ja, eine kleine Werkstatt. Kleines Gut. Ja, wir kommen noch in deutlich größere Räumlichkeiten. Und ja, diese leuchtenden Schiffe, da müssen Sie sich nie wieder drum kümmern, denn dieses Schiff ist ausschließlich mit großen und sehr durchschlagskräftigen Kanonen bestückt. Es bietet Platz für Elefanten, Giraffen, Nashörner und das alles in sehr großen Mengen. Okay, ne, so. Ich habe sie zwar schon gesehen, die Tiere, aber habe ich halt noch nicht in meinem Besitz. Wie Sie sehen, bietet Platz. Und Platz und noch mehr Platz. Oh Hier kann ja. man sogar drin wohnen. Und nun ja, für Oh. den geneigten Schmuggler gibt es auch noch ein kleines Extra-Schmankerl. Der Kiel. Das perfekte Versteck, sage ich mal, wirklich, ja, wenn die mit der roten Uniform kommen. Ja, oder wenn man einfach etwas verstecken möchte, ganz genau. Lässt Muss sich, man nur die Luke verstecken. ja, das geht ja ganz einfach, ne? Da stellst du einfach ein Schränkchen drauf, eine Kiste. Ja, oder man stellt da ja doch wirklich Schränkchen vor oder baut hier noch eine Wand rein. Und Oder ja, wie gesagt, man stellt zwei Schränke drauf. ja, es Genau. geht auch. Genau das.
Aber ich weiß nicht, für einen alleine so ein riesengroßes Schiff. Oh ja, oh ja, definitiv, definitiv, weil sie hier einfach nichts vermissen. Allein die Traglast eines solchen Schiffes überschreitet die 40.000 Kilo. Das heißt, nun ja, das ist das perfekte schwimmende Zuhause. Dieses Schiff ist noch in der Lage, die ein oder andere Seemeile hinter sich zu bringen, ist schon ziemlich gut, was Traglast und Kampfeskraft betrifft, verbessert worden. Und ja, wie Sie sehen, Sie brauchen nie wieder vor leuchtenden Schiffen Angst zu haben. Ja, ich sehe schon. Also die Kanonen sehen schon sehr gewaltig aus. Ei, ei. Und da diese Kanonen nun ja nicht mehr als hoch und runter sich nivellieren können, ist es auch für den Anfänger gut. Man bleibt einfach stehen, zieht die Segel ein, öffnet die Kanonenluken und lässt die Mannschaft den Rest machen. Das Beste ist, dieses Schiff ist ein wahres Schnäppchen. Für den Preis dieses Schiffes bekommen Sie bei manch einem Schiffsbauer nicht einmal einen Schoner. Was wäre denn der Preis dafür? Ich würde sagen, so knappe 3.000, Oh, da muss ich ja noch ordentlich Treibgut einsammeln. So. Wir haben erst unlängst uns zwei neue Sportschoner gekauft, die dort hinten sehen, die Charon zum Beispiel. Die haben nun ja gut und gerne 5.000 gekostet. Deswegen sage ich, Gebrauchtschiffe sind das Richtige für den kleinen Mann. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich so ein großes Schiff. Ich dachte eher an was Kleineres. Ein Schoner, Tantchen, haben wir nicht einen Schoner, den wir... Weil ich ja halt bei mir halt vor der Insel auch das Problem habe, dass halt wirklich der Strand sehr weitläufig und sehr flach ist. Da müsste ich das Schiff schon fast auf dem Meer parken, und weit schwimmen, Oh, um an Land zu kommen. so hoch ist der Tiefgang einer nicht vollbeladenen Galeone gar nicht. Das Okay. Einzige, was noch da ist, ist das, womit alles angefangen hat. Oha. Was suchen Sie denn? Vielleicht kann ich mich ja mal umhören. Also am liebsten wäre mir ein Schoner für die schnellen Reisen und sag mal, wenn es da wirklich mal zum Kampf kommen sollte, ja, ich sag mal, eine Brigantine höchstens. Ein Schoner ist da schon gut. Wir haben unsere Sportschoner sind Kampfschoner. Also, was hatten wir beim letzten Mal damit versenkt? Irgendwie eine ganze Flotte oder so, ne? Ja. Also ein Kampfschoner kann ich Ihnen da nur ans Herz legen. Vielleicht kann ich da was vermitteln. Da, wo wir die andere Galeone her hatten, die wir dann doch letztendlich abgefrackt haben. Ansonsten bei den Herren, wo wir unsere Schoner bestellt haben. Ich kann da mal was in Erfahrung bringen. Das wird aber dann erst nächste Woche was. Aber das sind dann erstklassige, nagelneue Schoner. Ja, ich sag mal, Zeit spielt ja nun nicht wirklich eine Rolle. Ei, ei. Ne, weil ich sag mal, ich müsste dann eh erst die Goldstücken dafür zusammensparen und. Ja, das ist richtig. Aber das geht ja nun auch recht schnell. Das können Sie mir glauben. Das geht Ja, aber recht. ich will mal gucken. Ich habe jetzt ja auch noch ein paar Schatzkarten gefunden gehabt. Mal gucken, wie weit mein neu zugelaufener Bär mir da unterstützen kann. Da aber eher die, nun ja, sehr alten und grauen würde ich Ihnen da empfehlen. Die anderen sind sehr, sehr gefährlich. Was noch interessant ist, ist nach Schiffen zu tauchen. Das ist sehr interessant und lohnenswert. Ja, das habe ich heute auch schon gemerkt. Also ich bin schon mal zu zwei Fracks heute runter. War schon erträglich. Ei, lohnt sich. Die Schatzkarten, nun ja, da brauchen Sie schon Bären aus der Züchtershand des Herrn Langbarts. Diese, nun ja, also auf diesen Meeren gibt es definitiv nichts Besseres. Mit denen kann man vernünftig sich gegen die Verdammten durchsetzen. Aber alles andere wird, glauben Sie mir, wirklich schwer. Sie werden eher Ihre Bären verlieren. Muss ich mich wirklich mal mit dem Herrn unterhalten. Ei, aber dafür kriegen sie zwei Galeonen, was dort ein Bär kostet.
Dann scheinen sie wirklich sehr gut zu sein, die Bären. Ei, die besten. Ah ja, Wir sind nennen sie. vier Stück unser eigen. Ah, die imposanten Tiere vorne bei ihrem Eingang. Die vier Bären, ja. Ja, die Bären. Ah, die sahen schon sehr imposant aus. Ei, das Sind sind sie. sie. Das ist wohl wahr. Ja, oder die Waljagd, die ist auch, nun ja, recht ergiebig. Ich sag mal so, knapp drei Wale, höchstens vier Wale und man könnte sich eine Galeone leisten. Denk dran, der eine Wal hatte reichlich gefressen. Ja, der andere etwas weniger, deswegen sage ich drei bis vier Wale. Ja, da muss ich mal gucken. Weil ich sag mal, Waljagen mit einer Schaluppe, ich glaube, ist nicht wirklich gut. Das ist richtig, das ist richtig. Aber ich glaube, irgendjemand wollte noch einen alten Schoner abtreten. Ich werde mich da mal umhören. Die Ja, das Leute, wäre die nett. geben die nicht einfach so ab. Ich muss hingehen und sagen, das Schiffchen sieht aber schon ganz schön gebrechlich aus. Wollen sie das nicht verkaufen? Die kommen da nicht von alleine drauf. Ja, ist meistens so. Ich weiß bloß im Moment nicht, wer das gewesen sein soll. Ah, kriegen wir schon. Klaus hatte einige Schiffe, leider. Oh, vielleicht hat er ja sogar noch den Schoner. Er wollte sich ja ein neues fertigen lassen. Sehen Sie es? Wir kommen wieder zum Herrn Langbart. Der Klaus, der Ja, Klaus. irgendwie führt alles Ja. dahin. Im Übrigen ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Unsere nun ja Abenteuergemeinschaft heißt nicht umsonst die Hermanns und Klaus oder Klaus und die Hermanns. Ah, okay. Und nun ja, diese Insel, auf der Sie sich gerade befinden, wird wahrscheinlich bald den Namen tragen, die Heldenschmiede. Ich nehme an, dann Bezug nehmend auf ihre Abenteuerreisen. Ah, richtig, ganz genau. Sie betreten gerade ein wahres Stück Geschichte. Das ist die Tante Erika, mit der die Hermanns ihren Grundstein legten. Ja, ein Schmuckstück. Ei. Okay. Wir haben bessere Schoner, aber nicht haltbarere oder stärkerere. Weiß, ein Widerspruch in Interessant, sich. interessant. Dieses Schiff Ja, schon ist so viel wahrlich. mitgemacht. Und hat Segel allererster Güte. Ja, die gute Tante. Aber sowas sollte man dann auch ehren. Oh ja, deshalb bin ich Ja. ja so dagegen, dass Michael sie verkauft. Oh, verkauft. Was? Ich enthalte mich. Die wird nicht verkauft. Das kannst du vergessen. Ja gut. Wie wäre es denn Aber mit der gut, dann. Valvaris? Nein. Und zu mir sagen, ich bin ein Schiffshorter. Verkauf die große, dann ist alles gut. Welche große? Die ganz große. Ja. Die will er ja nicht haben. Dann musst du Nee, dich die ist als mir zu groß. Händler da auf die Suche machen, für deinen Kunden ein Schiff zu finden. Geh mal eben in die Werkstatt, ich dengel was zusammen. Haben wir noch alte Apfelsinenkisten? Da musst du bei den Apfelsinenfunken fragen. Ach Mann. Aber so ist es doch mit Abenteurern. Man sagt ja auch, Abenteurer sind Jäger und Sammler, oder? Was sind die? Nein, aber mit der Tante Erika hat bei uns alles hier angefangen. Die Ja, das ist das stimmt. älteste von den Schiffen, die wir hier haben. Das stimmt Ja wohl. gut, aber so. Eine Aber Schiff wenn er. versenkt wurde, ist sie die einzige, die noch da ist von Anfang an. Aber da muss ich dann aber auch sagen, wenn da wirklich so viele Geschichten und Erinnerungen dran hängen, sollte man sowas eigentlich nicht abgeben. Ich treibe schon noch Sollte eins auf. Eins geht noch. man eher zum Museum machen, dann zum Familienmuseum. Wie viel Schoner wollen wir denn noch haben? Wir haben vier Stück. Wir sind nur zu zweit. Die können wir gar nicht alle fahren. Irgendwann werden die Sportschoner auch mal versenkt werden. Was? Bist du wahnsinnig?
Geh davon aus. Ein falsches Dämonenschiff und sie sind weg. Ja, welches falsche Dämonenschiff? Bis jetzt haben wir einmal die Luken geöffnet und geschlossen und die Dämonen waren weg. Du hast Aber ein. nicht, wenn ein 121er kommt. Ach, die mit 121 Tonnen. Alter, dann machen wir halt zweimal die Klappen auf. Ja, was Nicht mit passiert? 200 Kugeln. Was machen sie bei dem Sturm und haben das Cliff übersehen und dann peng und dann hängen sie da drauf. Oh, das ist nicht schlimm. Wir haben genug Ersatzplanken. Und Michael ist schnell dabei, die auszutauschen. Ich hatte gute Ah. Unterweisung beim Herrn Raminow. Ja, das war ein Lehrgang, der ganz schön lang gedauert. Ich habe heute noch blutende Ohren, aber es hat sich ausgezahlt. Aber ich treibe Ihnen eins auf, das verspreche ich Ihnen, das kriege ich hin. Ja. Das Versprechen nehme ich mal so, ja. Ja. Ein günstigen Schoner. Ein paar Holzwürmer, ein bisschen Harz drauf, dann geht das schon. Kriege ich schon hin. Wo stand ein Schoner im Hafen, wo ich ein paar Würmer aussetzen kann? Frag doch mal bei Mr. Rogers nach. Ja, zum Beispiel. Wir müssen eh unsere Kontakte nochmal pflegen und dabei werde ich dann nun ja ein paar Schiffe auftun. Aber eine Brigantine wären sie grundsätzlich auch nicht abgeneigt. Ja, wenn ich dann das entsprechende Kleingeld habe, wäre ich da nicht abgeneigt, ja, weil ich denke mal, die werden auch schon ordentlich Last wegtragen können. Oh, nein, 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 nein. Also die Tante Erika, die Sie eben gesehen haben, kann weniger tragen als die Brigantine, die hier hinter der Wand steht, die nun ja, wie soll ich das sagen? Sie wird in mythischen Geschichten erwähnt. Okay, deswegen die Schutzwand davor. Ei, ei, ei. Außerdem muss nicht jeder den Namen dieses Schiffes kennen. Dieses Schiff ist noch völlig unbekannt in diesen Gewässern. Ei. Es kann halt tatsächlich weniger tragen. Oder die Atara kann auch weniger tragen als die Tante Erika, die ein einfacher Schoner ist. Schauen. Okay. Das sollten Sie sich bewusst sein. Ja gut, könnte es eventuell an Aufbauten liegen oder an der Kanonenlast? Tatsächlich nein. Es liegt einfach daran, dass das gesamte Gewicht der Brigantine nun ja, nicht in die Verbesserungen läuft oder zu Großteilen nicht in die Verbesserung läuft, weil eine Brigantine nun mal nicht zum Tragen gedacht ist. Okay. Also wer zum Kämpfen gedacht denn? Würde ich tatsächlich so sagen, ja, das ist das perfekte Kampfschiff. Also zum Beispiel die Atara, wie Sie sie dort sehen, die haben wir auch nun ja günstig erworben, gebraucht. Und dieses Schiff hat alle Seemeilen, die es so kriegen kann. Und dadurch ist es sehr kampferprobt. Und dieses Schiff versenkt ihn alles, obwohl es ein einfach gefertigtes Schiff ist. Nichts und niemand kann diesem Schiff widerstehen. Ja gut, aber denke mal, das Schiff ist auch nur so gut wie der Captain, der am Ruder steht. Naja, Das ist richtig. sagen wir mal so. Die Atara, als wir angefangen haben, ne, ich konnte ja auch vorher noch nicht so mit den Schiffen umgehen, hat im Kugelhagel dieser verdammten Schiffe gestanden und noch nicht mal gehustet. Die Planken, nun ja, waren vielleicht zur Hälfte abgewetzt, wenn überhaupt. Ja gut, mit ein bisschen Holz und ein bisschen Kleber, ein bisschen Spucke und ein bisschen Leim kann man das, denke ich mal, dann wieder hinrichten. Ei, dafür haben wir ja unseren Holzhammer. Ah ja, ja, den kenne ich auch schon, ja. Richtig. Also eine Brigantine würde ich tatsächlich nicht als Lastenesel sehen. Der einzige Lastenesel ist tatsächlich dieses große Schiff. Wir müssen überlegen, das, was wir eben hier rangekarrt hatten, waren bei den 40.000 Kilo, die das Schiff so ungefähr kann, mit diesen Lastencontainern 6 Stück drauf, waren wir bei fast 180.000 Kilo. Uff. Ja, die Lastencontainer, weil die so weit außen liegen, reduzieren ja das Gewicht ganz erheblich, weil es nicht direkt auf den Kiel drückt. Ja. Deshalb, Lastentiere sind tatsächlich entweder ein Schoner, der speziell auf Lasten ausgelegt ist,
Oder tatsächlich eine Galeone, wobei einer Galeone aber es Sinn macht, die auch für den Kampf zu schulen und für die Lasten, so wie es bei der Galeone, die wir dort haben, tatsächlich der Fall ist. Nur da wir nichts produzieren, brauchen wir in der Regel auch gar keine Rohstoffe. Deswegen ist das Schiff bei uns absolut fehl am Platz. Ja gut, aber ich sag mal, ich produziere auch nichts außer Bücher und da brauche ich ja nur Fasern und ein bisschen Tierhäute. Ah, verstehe ich. Dann macht das auch keinen Sinn. Dann brauchen Sie definitiv einen Schoner. Aber ein standardgefertigter Schoner, da müssen Sie später sich für Segel im Auge behalten. Gut gefertigt bis sehr gut gefertigte Segel machen das Schiff nun ja gut um ein Drittel schneller. Okay. Also diese drei Schoner dort drüben, die schaffen gut und gerne ihre 20 Knoten. Oh, ist beachtlich. Und das mit Segeln, mit Eintuchsegeln, die, nun ja, die sind halt das bestgefertigste, mehr oder weniger. Vor allen Dingen stehen die immer im Wind, egal wo der Wind kommt. Und wenn der Wind von hinten kommt, also sie gegen den Wind fahren, schaffen die immer noch so circa 11, 11,3 Knoten. Oh, das ist beachtlich, beachtlich, beachtlich. Wenn ich da meine kleine Schaluppe denke, wenn ich da gegen den Wind fahren muss, ist schon. Hi. Und das ist unser neues Flaggschiff, das die Tante Erika abgesetzt hat. Und daneben sind wohl unsere Sportschoner. Zum Wettrennen fahren, ja. Ja, ein wenig durch die Gegend, naja, fahren, ab und zu die Kanonenluken öffnen und sowas alles. Das sind unsere Sportschoner. Natürlich ebenfalls allererste Güte vom Fachmann gefertigt, genauso wie die Segel. Nur die Beplankung ist noch recht einfach, noch nicht ganz einfach, aber noch recht einfach. Aber das Hauptgestell kann zum Beispiel 10 Meilen mehr als jedes andere Schiff. Und da haben wir uns natürlich dann direkt zwei fertigen lassen, eins für Tantchen und eins für mich. Oder falls eins untergeht. Nee, tatsächlich fahren wir jeder mit seinem Schiffchen. Und die sind halt maximal Kanonen bestückt, alles unten drunter. Da ist auch die ganze Crew. Ich zeige Ihnen jetzt nicht bei Tantchen unter Deck, weil nun ja, da herrscht Kinderarbeit. Okay. Kommen Sie schnell, ich zeige Sie. Sie sehen, alles Kinderarbeit. Ei. Hier ist keiner größer als 1,10 Meter. Oh, dass jemand rauskriegt, armes Tantchen. Wir werden es nicht verpetzen. Ich Was hoffe treibst du es. auf meinem Schiff? Nichts, alles ist in Ordnung. Ich habe nur mal die schönen Kanonen gezeigt. Mach das auf deinem Schiff. Ja, ist ja gut. Welcher Kerl? Also ich denke, ich werde den Kontakt zu dem Schiffsbauer suchen und ihm nun ja, ihren Beruf etwas näher legen. Und vielleicht lässt er sich da zu einem wahrlichen Sonderpreis überreden. Gerne, gerne. Dann hätten Sie ein ja, niegelnagelneu gefertigtes Schiff mit ein paar Meilen mehr, das was sich durchaus lohnen könnte. Und was ich Ihnen empfehlen kann, hier diese Harpunendinger da am Rücken. Sind exquisit, würde ich mir auch überall drauf machen. Deswegen haben wir sie jetzt auch drauf. Dann heißt es nicht mehr, oh Gott, ein Wal, sondern juhu, Gold kommt angeschwommen. Ei. Weil mehr als 20 dieser großen Piekser benötigen sie gar nicht und der Wal dreht sich auf den Rücken. Und zwar nicht, um Oh, gekraut Spock. zu werden. Oh, schade. Also die lohnen sich, diese Dinger hier dran. Nicht wahr, Tantchen? Die Bitte? kann man aber nur für die Waljagd einsetzen oder auch noch für andere Abenteuer. Ja, rein theoretisch haben wir damit mal einen dieser riesigen Einäugigen, die immer mit Bäumen winken vom Strand, erlegt. Aber es war sehr, sehr aufwendig und war der Mühe nicht wert. Ah, okay. Aber ja, rein theoretisch können Sie damit auch einen Löwen am Strand, der Ihnen auf den Keks geht, sehr einfach erlegen. Ja gut, dafür nehme ich dann meine Armbrust. Ja, genau. Oder ein Gewehr, was ich Ihnen auch empfehlen kann. Das können Sie hervorragend bei den
Büchsen- und Kanonengießern sich fertigen lassen. Die sind da hervorragend drin, auch zu sehr moderaten Preisen. Und wenn es dann mal um Kanonen oder Verteidigungswaffen geht, wie Basisbeschützen und was es da nicht alles gibt, hier diese Mörser und Kanonen und ach, all so ein Zeug, dann sind sie da richtig aufgehoben bei den Artillerieschmieden. Ebenfalls sehr kompetent und preislich, würde ich auch sagen, sehr fair gestaltet. Okay, wo finde ich die Herrschaften? Da würde ich mir das mal notieren. Ja, Tantchen! Tantchen! Ja. Der Herr wüsste gerne wissen, wo die Büchsen- und Kanonengießer sind und die Artillerieschmieden. Die Büchsen- und Kanonenmacher sind in E2. Mal schauen. Ich kann auf Ihrer Karte E2. noch was sehen. Bei mir ist das Mittagessen noch drauf. E2, die Interessant. nordöstliche Insel, sind die Büchsen- und Kanonengießer. Hätten Sie zufälligerweise mal einen Notizzettel für mich, weil irgendwie habe ich alles vergessen. Das müsste Michael machen. Denn das ganze Leder hin? Wahrscheinlich hinten. Das taugenichts Leder? Keine Ahnung. Nehmen wir ein bisschen davon. Ruhe, ihr Mistviecher, und scheiß nicht wieder im Boden voll. Musst du es sauber machen. Ihre Hand reichen. Ich bedanke mich. Büchsen- und Kanonenmacher E2. Nordöstliche Insel. Hey du Hexe, geh mal auf deinen Stuhl. Nee, komm erst mal mit. Wird's bald. Geht doch. Also E2 nordöstlicher. Habe ich jetzt Genau. richtig notiert. Das sind die Büchsen- und Kanonenmacher. Und dann gibt es noch die Artillerieschmiede. Okay, wo. Okay. In B2 südöstlich, habe ich richtig, ja? Südwestlich. Südwestlich, ja. Meine Ohren mal wieder, meine Ohren mal wieder. Ja, nee, sie Muss hat eben am. was getrunken, die nuschelt. Hey, ich nuschel gar nicht. Ja, ich hätte es vielleicht auch auf mein schon gehobeneres Alter geschoben. Ach, sehen Sie? Nun ja, ich müsste sowieso So alt können Sie bald, gar nicht sein. ich muss sowieso bald zum süßlichen Wasser der Jugend, da ich nun mittlerweile auch 84 bin. Diese Führungen bieten wir natürlich auch an. Na, ganz so alt wie Sie bin ich dann doch noch nicht. Also, da fehlen mir noch 5 Jahre zu. Also, aktuell, ja, 79 Sommer habe ich jetzt schon hinter mir. Ah, dann wäre das eine Sonderführung. Die wäre natürlich teuer. Aber Tantchen, du bist doch noch, nun ja, ein wenig jünger. Ja. Vielleicht kannst du dann den Herrn dann ans Händchen nehmen und Das wird nicht funktionieren. Ich bin weil wesentlich jünger als er. Nun ja, wir können Ihnen den Weg zeigen. Gute 11 Jahre. Wenn Sie da also Ist er mal noch? Hilfe benötigen, müssen Sie einfach vorbeikommen. Ja, das werde ich mich melden, wenn es dann, ja. Ab wann kann man denn das süße Wasser trinken? Sie sollten, soweit ich weiß, mindestens 90. Oh,
Da sind ja noch ein paar Sommer bis dahin. Richtig, richtig. Wir werden es merken, wenn die Knochen morsch werden, die Stimme versagt und das Hirn aussetzt. Gut, das ist Also, nicht wenn man mehr. so aussieht wie Michael. So wirklich, Tantchen, ne? Du bist ganz schön frech. Das So siehst du federt mal aus nicht. wie dein eigener Opa. Und du hast mir schon lange die Haare nicht mehr geschnitten. Ich vorgestern erst. Ja, kannst du mal sehen, wie faul. Doch langsam Warum? fertig. Nein, also ich werde mich tatsächlich wegen dem Schiffchen mal ein wenig kundig machen. Das soll kein Problem sein. Oh. Gerne, gerne. Au, nicht ins Auge! Nein, da werde ich dann schauen. Wie viel sind Sie denn bereit auszugeben? Ich muss da halt wirklich erst Gold zusammensammeln. Aktuell ist es halt noch ein bisschen mau, was ich da habe. Aber ich denke mal, wenn ich sag mal, eine Woche ungefähr Zeit habe oder ja, doch eine Woche Zeit, denke mal, so 5.000, denke ich mal, wäre dann doch schon realisierbar. Das ist dann aber wohl schon recht viel für einen Schoner. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Weil aktuell trainiere ich auch meine Lungen, dass ich dann etwas länger tauchen kann, gerade zu den großen Wracks runter. Och, da gibt es aber Aufsätze für. Damit können Sie nun ja tauchen. Haben wir das nicht da? Auf der Tante ist das drauf. So eine sogenannte Taucherstation. Ja gut, aber ich glaube da, wenn ich so Dinge an meine Schaluppe zimmern würde, dann hätte ich Schlagseite. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Sollten Sie ausprobieren. Die bestehen eigentlich nur aus, nun ja, ganz, ganz leichtem Pappelholz. Sollten Da Sie muss ich nicht mal mal? gucken. Richtig. Der andere Vorteil ist, nun ja, man trägt so ein Kleidungsstück mit metallischen Ringen um den Bauch und die Haie haben meines Erachtens nach keine Lust, sich ihre Zähne auszubeißen und halten sich dann sogar von einem fern. Oh, das wäre gut, das wäre gut. Gestern hat erst ein Hai versucht, mich anzuknabbern, wo ich nach so einem Schiffswrack getaucht bin. Ganz genau. Also das würde ich auf jeden Fall mal testen. Das funktioniert. Wenn nicht, demontieren Sie es und tun Sie es halt. Ist ja keine Fehlinvestition. Sie können es ja dann später am Schoner benutzen. Ja. Da durch Zufall habe ich gestern auch bei einem Tauchgang einen Bauplan dafür gefunden. Muss ich mal gucken, ob ich mit der Zeichnung zurechtkomme. Ich sag mal, Holz habe ich ja genug vor der Tür. Hammer habe ich auch. Und dann, ja, ein paar Nägel, denke ich mal, da sollte das schon funktionieren. Ja, bei dem Bauplan werden Sie wahrscheinlich mehrere Rohstoffe benötigen. Meistens in der Regel 3 bis 6 verschiedene Rohstoffe. Na, ich glaube, der war nur grau, wenn mich Ah, nicht alles täuscht. in Ordnung. Dann macht das Sinn, ja. Also ich würde es definitiv versuchen und so ein bisschen Fischöl kriegt man ja ganz einfach. Das ist irgendwie für das Ding, was einen mit Sauerstoff versorgt. Ah, na gut. Ist aber F Öl stimmt. Hin und wieder schwimmt da mal so ein Rochen bei mir an Strand, dreht sich dann auf den Rücken und dann renne ich da einfach hin mit meiner Spitzhacke. Und dann kriegt er auch so ein tranartiges Zeugs aus ihm raus. Siehst du, Tantchen, wir sind nicht die Einzigen, wo die doofen Rochen leben und die sich selbst töten. Passiert bei dem Herrn auch. Das passiert wohl überall. Ja, wahrscheinlich sind die Tiere hier döver. Oder ist das erst, seitdem ich meine Füße da drin wasche? Das kann auch möglich sein. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Vielleicht sollten wir es mal beobachten. Ach, das ist der Mühe nicht wert. Nun gut. Also mit dem Schiff werde ich mich umhören und kann ich Ihnen sonst noch was Gutes tun? Nee, aktuell nicht. Wir müssten dann nur mal gucken, dass ich mir mal die Notizen von Ihnen angucke, dass ich dann auch weiß, inwiefern umfangreich die Sortierarbeiten wären. Müsste ich dann mal raussuchen. Und dann würde ich sie dann bei unserem nächsten Zusammentreffen Ihnen mal vorlegen. Wissen ja, wir hatten vor kurzem das Problem mit dem
Nun ja, mit dem Ich erwogen. Papierpilz. Ah ja, davon habe ich schon gehört, ja, dass da irgendwie ganz viele Bücher gefressen worden sein sollen. Ja, richtig. Bei mir selber ja auch. Also mir sind selber auch 4 Bücher verschwunden. Ja, ich muss das aus dem Gedächtnis rekonstruieren. Was eigentlich ganz gut ist, ich muss nur mich morgens nach dem Aufstehen sofort dran setzen und das aufzuschreiben, weil, nun ja, ich erinnere mich an das meiste nur während des Schlafens. Ah, okay. Aber dann würde ich das einfach mal wild zusammenkritzeln und dann schauen Sie mal drüber. Die prekären Informationen würde ich dann außen vor weglassen. Könnte ich selber noch auf Seiten bringen. Ja. Super. Und dem Herrn Klaus sagen wir Bescheid. Und nun ja, wenn Sie etwas von uns möchten, einfach nicht scheuen. Einfach wie beim letzten Mal. Zettel dran und fertig. Sag mal, Tantchen, hast du dir Ja. eigentlich alles aufgeschrieben, was da drauf stand? Weil dann könnte der Herr seinen Zettel nämlich entfernen. Wir wissen doch, wo er wohnt. Gut. Wenn das mit Klaus klappt, hat sich die Insel, so hoffe ich, erledigt. Ja, gut, aber bis dahin ist es noch nicht so. Dann könnten Sie ja Ihren Zettel ja, entfernen. Ja, dann, ja. Wenn sie alle Infos haben, dann brauchen wir den ja nicht mehr. Richtig, ganz genau. Und ich muss mal da ein bisschen Ordnung ans Brettchen machen, Tanja. Guck mal, ich habe die Schildmarkierungen habe ich sehr schlecht gemacht. Da ist noch so Ach, viel du machst es. Platz. Ist doch gut. Ja, vielleicht etwas tiefer oder etwas höher, sodass mehrere Zettel untereinander können. Ach, muss ich mir mal Gedanken drüber Ja, oder machen. du hängst es direkt oben an. Ja, genau. Das wäre vielleicht richtig. Ja, so ist das halt. Sie sehen schon, gibt viel zu tun für Sie. Ja, ich merke schon, ich merke schon. Aber Ja. gut. Wer halt, ja, wer halt auch ein bisschen was verdienen will, der muss halt auch dafür was tun. Ei, ei, ei. Das ist richtig. Aber ich denke, da werden wir uns dann, wenn das gute Kläuschen wieder da ist, mal alle zusammensetzen, mal ein bisschen drüber palavern. Und dann lässt sich auch garantiert für Sie die ein oder andere, das ein oder andere Säckchen Gold verdienen. Ja. Schön. Nie wieder Ordnung in den Büchern machen. Der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Man hört dich. Ich Was soll man dazu sagen? Damit er das ganz schnell wieder vergesst, habe ich ihm mal eine Kleinigkeit geholt. Guten Durst. Oh, was haben wir denn da Leckeres? Einfach zügig trinken. Das hilft, die letzten Minuten zu vergessen. Ah, okay. Aber Sie wissen ja, ne? Alleine trinken macht dumm im Kopf. Eieieiei. Das war Stroh Spezial Gedächtnislöscher. Na, nicht, dass er sich jetzt an gar nichts mehr erinnert. Moment, dann vergisst er hinterher, wie man Bücher in Ordnung bringt. Das ist jetzt nicht so gut. Warte, ich könnte ihm ja Pack den Hammer auf weg. die Sprünge helfen, wenn es sein muss. Geht Ei, dir ei, ei, gut? ei, ei. Mir geht's gut. Ja. Ja, jetzt wird's langsam, ja. Jetzt geht das Schummerische wieder weg, ja. Ah, hervorragend. Ah. Gut. Da freue ich mich Diese ja. Kröte. Welche Kröte? Ich bin keine Kröte. Unter dem Steg. Wo soll denn da eine sein? Unten runter. Hab sie. Okay, die möchte hart. Oh je. Erledigt. Ah, kommst jetzt in den Topf. Ja, in den Futtertrog.
Hauptsache, sie ist nicht unsinnig gestorben. Oh. Und immer schönes Leder aufheben. Ach ja, über Leder können wir nicht klagen. So ein Wal, den man erlegt, der gibt schon, nun ja, das eine oder andere Gros mit Leder. Nun ja. So, na gut, werde ich mal zu meinem kleinen Schiffchen gehen, werde mal nach Hause segeln. Ich werde sie zum Schiff begleiten. Ich möchte mir doch das, doch das schon angucken. Nicht, dass es nun ja vielleicht dann sinkt. Bis bald. Ja, tschüss, bis bald. Tschüss, gute Reise. Danke. Laufen wir denn richtig? Ja, vorne in der kleinen Bucht habe ich es geankert. In der kleinen Bucht? Warum haben Sie sich denn nicht an den Hafen getraut? Hier tut Ihnen keiner was. Die Gewässer sind zu tief hier. Da reicht mein kleiner Anker nicht. Das ist sehr verwunderlich. Also die Schoner können auch ankern. Das wundert mich jetzt sehr. Oh, was ist denn hier passiert? Ja, mal ausbessern. Also ich habe es hier versucht gehabt. Ich habe es auf der anderen Seite versucht gehabt. Ja, keine Chance. Das ist ja ärgerlich. Da muss man mal nachbessern. Na ja, gut. Gib's doch mal kurz ein bisschen nasse Füße. Da müssen wir nachbessern, obwohl. Ah, dann werde ich vielleicht hier einen kleinen Anleger für Schaluppen einrichten. Hier sollte es gehen. Falls dann doch mal wieder der Buchmacher kommt mit seiner Schaluppe. Ja, richtig. Außerdem, nun ja, wenn die Leute mit ihren Schaluppen durch die Gegend fahren und wissen, hey, beim Hermanns gibt es gute und günstige echte Schiffe und nicht so Papierbötchen, dann kommen die vielleicht demnächst mit ihren Schaluppen öfter hier vorbei. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh. Oh ja, das ist ein wahrlich sonderliches Gefährt. Ja. Das ist auch abenteuerlich, damit über die Meere zu segeln. Mhm. Fahren Sie bloß vorsichtig. Aber die richtige Segelauswahl haben Sie sich. Auch ein Eintuchsegel. Ja. Hervorragend. Ach, ich schwöre auf die Dinger. Na dann, gute Fahrt und auf bald und nicht versenken lassen. Ich gebe mir Mühe. Und ansonsten weiß ich ja, wo ich jetzt ein Schiff herbekomme. Alles klar. Gute Fahrt und auf bald. Auf bald.